Dem DAX misslingt der Mai-Auftakt. Was New York schon am 1. Mai vorgehandelt hat, das vollziehen wir jetzt nach. Und vom letzten Handelstag des April, wo wir noch mal 11.300 DAX-Punkte gesehen hatten, sind inzwischen schon 800 Punkte weggewischt. Mühevolle 10.500 sind noch da. Handelskonfliktpotenzial ist wieder zurückgekehrt. Wer hatte das Thema vor kurzem noch auf der Uhr? Aber betrachten wir mal die charttechnische Situation, Thorsten Grisse von der Commerzbank. Welche Marken müssen denn halten, beziehungsweise aus charttechnischer Sicht, wie weit könnte es noch runtergehen? Ja, der DAX hat ja bisher wegen Covid eine sehr ausgeprägte Base durchfahren und ist dann eigentlich ab Mitte Mai auch wunderschön in eine V-Recovery reingekommen. Die ist jetzt nicht so ausgeprägt in Deutschland, wie sie zum Beispiel in den USA an der Nasdaq ist, aber auch hier in Deutschland hat man sozusagen bisher schöne V-Recovery-Tendenzen gesehen. Und die brechen so langsam ab. Das heißt also, der DAX ist zum Beispiel unter seine 10-Tage-Linie zurückgefallen bei 10.600 und das ist so, fängt so jetzt das erste Mal langsam an. Und dieser Recovery-Trend, je nachdem, wie man die einzeichnet, der ist jetzt im Fokus und wackelt. Und es kann auch sein, dass die nächsten Supportzonen so im Bereich 10.200 und 10.000 jetzt mal getestet werden. 10.000, 10.200, gar nicht mehr so weit weg. Sie sagten es bereits, aber trotz dieser V-förmigen Erholung war ja schon immer wieder über eine zweite Verkaufswelle spekuliert worden. Wie hoch beurteilen Sie denn jetzt die Wahrscheinlichkeit oder anders gefragt, was passiert unterhalb der 10.000? Müssten wir uns nochmal darauf einstellen, sozusagen charttechnisch in den März zurückzufallen, Mitte März bei 8.250 Punkten, da war die Talfahrt zu Ende? Ja, ich glaube, was am Aktienmarkt passiert ist, und das ist bis jetzt auch noch relativ logisch gut einzuordnen. Und zwar, der DAX hat sich an die neue Situation im Februar angepasst, dass wir eine globale Pandemie haben mit Slowdowns und hat sehr schnell eine starke globale Rezession eingepreist mit einem sehr starken Kursrutsch. Man darf nicht vergessen, wenn man sich den DAX in der Kursindexvariante in US-Dollar anschaut, ist er sogar um 50% zurückgefallen. Und das ist schon eine der größten Crashs, die der DAX je gesehen hat. Und seitdem hat er dann reagiert darauf, dass Regierungen und Zentralbanken sehr schnell und sehr agil agiert haben mit Konjunkturstützungsprogrammen oder halt eben mit einer Lockerung der Geldpolitik. Und ich finde, diese Reaktion hat der Markt auch sehr gut gespielt und hat halt diese V-Recovery bis jetzt gekommen. Aber wenn man sich jetzt so ein bisschen den ökonomischen Kalender der nächsten Wochen anschaut, da kann man sich halt schlecht vorstellen, was kommt jetzt als nächstes. Da sind halt viele makroökonomische Daten dabei, die werden alle schlecht sein. Ist halt immer nur die Frage, wie schlecht, aber sie werden schlecht sein. Sind die Earnings-Daten da der Unternehmen, mit Blick auf das nächste Quartal werden die auch alle schlecht sein. Und da muss sich erstmal eine Erwartungshaltung halt bilden vom Markt, wie schlecht wird es denn? Und das weiß im Moment auch keiner, ich leider auch nicht, weil man diese Zweitrundeneffekte auf die Konjunktur nach dem Shutdown ja gar nicht beurteilen kann. Das muss natürlich erstmal schauen, wie schnell kommt die Wirtschaft wieder zurück, wie schnell erholt sich die Kaufleute der Konsumenten und das spiegelt sich alles in den Aktienkursen zurück. Und genau das sieht man jetzt auch an den Märkten in der charttechnischen Variante. Runter ging es wegen der Covid-Rezession, rauf ging es wegen den Zentralbanken und dem Konjunkturstützungsprogramm und jetzt ist erstmal, glaube ich, wieder Gleichgewichtsphase angesagt. Und diese Gleichgewichtsphase, die Pessimisten gehen halt davon aus, dass sie nach unten aufgelöst wird und dann hat man eine zweite tiefe Abwärtswelle. Und da bin ich auch ganz offen, wenn das wirklich schlimm ist, dann kann es auch durchaus nochmal an die Tiefs vom März kommen. Oder die Optimisten, und da zähle ich mich tendenziell zu, die sagen, okay, das wird schon laufen, die Wirtschaft kommt schnell zurück und dann sehen wir, dass wir diese V-Recovery weiter fortsetzen. Das heißt, persönlich denke ich, dass man bei rückfallenden Kursen Chancen am Aktienmarkt suchen kann. Immer wenn es technische neue Kaufsignale gibt, würde ich die ernst nehmen und bei Verkaufssignalen natürlich aber auf der Gegenseite auch ein bisschen arbeiten. Momentan wäre das halt eben im Blick auf die Charttechnik im DAX, wenn sie unter 10.000 Punkte wieder fallen, 10.200 Punkte, dann setzen sich die Bären anscheinend durch, dann würde ich wieder vorsichtiger werden. Auf der anderen Seite, wenn wir es schaffen, wieder über die 11.250, 11.300 zu steigen, dann setzt sich das günstige Geld an den Märkten durch, dann ist die Laune der Konsumenten weiterhin gut genug und dann dürfte es auch nach oben gehen. Also derzeit sozusagen ein bisschen Pattsituation, nicht aber, wenn wir nach New York schauen. Der Nasdaq-Kompo war immer so ein bisschen ein Hosse-Garant in den letzten Wochen. Auch wenn man schon hier to date
vergleicht, dann hat der Nasdaq Compo zwar auch verloren, aber nicht so wie die meisten anderen Indizes im internationalen Vergleich. Nun muss man aber auch sagen, wenige Werte tragen den Index. Wir sehen jetzt neues Handelskonfliktpotenzial. Auf Monatssicht hatten wir im April einen Plus von gut 15%. Wo sehen Sie jetzt die Risiken? Ja, wenn man sich den Nasdaq Composite anschaut, dann ist er seit der Finanzkrise, seit dem Jahr 2008, 2009, das technische Zugpferd an den internationalen Aktienmärkten. Und diese Rolle hat er jetzt auch wieder in der Covid-19-Pandemie-Recovery-Phase, nenne ich das mal, wieder eingenommen. Das heißt also hin zur Digitalisierung, hin zum Medialen, da ist der Nasdaq Composite besser aufgestellt als viele andere Indizes. Und das zeigt sich auch in der Charttechnik. Hier ist das V ja fast zurückgegangen, also bis auf 1.000 Punkte in das Bereich der Hochs aus dem Februar. Und bei 9.000 Punkte war jetzt erstmal Schluss im Index. Hier machen wir jetzt auch eben die Seifelsphase auf. Wir verfallen wahrscheinlich nachhaltig unter die 10-Tage-Linie zurück. Und da müssen wir mal schauen, ob so der Bereich 8.000, 8.200 Punkte als Support arbeiten kann. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir auch eben diese Pattsituation, dieses Warten, das Kräftemessen der Bullen und Bären so in diesem Bereich 8.000 bis 9.000 Punkte sehen werden. Und je nachdem, auf welche Art das aufgelöst wird, halt eben dynamisch nach unten oder offensiv nach oben, so würde ich mich dann auch positionieren mit dem Blick auf die weitere zweite Jahreshälfte. 8.000 und 9.000 Punkte, das klingt ja gar nicht so pessimistisch. Thorsten Grisse, vielen Dank. Ja, der DAX, 10.500 Punkte stehen derzeit noch auf dem Kurszettel. Das sind ungefähr 800 Punkte weniger vom Hoch vom vergangenen Donnerstag. Das Handelskonfliktpotenzial ist zurückgekehrt an die Märkte und auch damit eine gehörige Portion Verunsicherung. Aber Thorsten Grisse sagt, erstmal gilt es Acht zu geben auf die 10.200 bzw. 10.000 Punkte Marke, die durchaus halten könnten. Darunter muss man sich schon wieder Gedanken machen, ob die Bären übernehmen und ob wir auch dann auf weiter tiefere Niveaus zurückfallen, wie wir sie etwa im März gesehen hatten. Chancen gibt es auch auf der Oberseite. 11.250, 11.300 Punkte, wenn der DAX darüber zurückkehrt, dann setzt sich durch, dass das Geld ja billig ist und dann wäre auch wieder mehr Optimismus in den Märkten, sagt Thorsten Grisse.